Harte Worte von der einen GNTM-Gewinnerin an die andere. Die GNTM-Models Simone Kowalski und Lena Gerke sind einander offenbar gar nicht grün. Simone gewann die 14. Staffel von Germany's Next Topmodel im Jahr 2019, Lena die allererste 2006. Nach ihrem Sieg legte Lena eine steile Karriere hin und setzte einen hohen Maßstab für all ihre Nachfolgerinnen. Einige haben es geschafft, in ihre Fußstapfen zu treten. Andere sind nach Heidi Klums Modelshow in der Versenkung verschwunden. Zu denen gehörte auch Simone, die sich nach ihrem Sieg völlig zurückzog und die Sendung stark kritisierte. Jetzt hat sich Simone erneut gemeldet, um gegen weitere Elemente der Show zu schießen. In diesem Fall Lena Gerke. Lena ist bei beinahe jeder der letzten Staffeln einmal als Gastjurorin dabei gewesen und gibt den Nachwuchsmodels stets Tipps und Anleitungen für den perfekten Walk oder ein gutes Fotoshooting. Normalerweise freuen die Teilnehmerinnen sich über einen Besuch der sympathischen Blondine. Simone sah das anders. Auf Instagram erzählt sie nun von einem Vorfall, der sich hinter den Kulissen ereignet haben soll. Simone hatte damals wegen einer Verletzung Schmerzen am Fuß und Lena habe kein Verständnis gehabt. Im Gegenteil. Sie hat mich einfach ausgelacht und gesagt, ich solle mir Klopapier in die Schuhe stopfen. Es war unmenschlich, so Simone. Über die ganze Show fügt sie hinzu, sie haben mich seelisch gebrochen. Lena Gerke selbst hat sich zu diesen Anschuldigungen nicht geäußert.